Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um eine Herausforderung von 18 Karat. Mitte letzter Woche berichteten wir bereits über den Angriff auf Kollega Signing Jigsaw. Die Westfalenpost berichtete, dass es am Donnerstagabend in einem Fitnessstudio einen Messerangriff auf den Rapper Jigsaw gegeben haben soll. Dabei wurde der eigene Aussage nach angegriffen und habe sich lediglich verteidigt. Später meldete sich dann der Beschuldigte zu Wort. Völlig überraschend entpuppt sich der vermeintliche Angreifer als Hamada 58. Der Dortmunder ist Mitglied der Supremos und einer der besten Freunde von Banger-Rapper 18 Karat. Gegenüber der Westfalenpost schildert der 29-Jährige nun seine Version der Geschichte und weicht deutlich von den Aussagen Jigsaws ab. Nach der Auseinandersetzung der beiden erwartete fast jeder, dass die Eskalation dazu führen würde, dass die Labels der beiden Streithähne in die Konflikte eingreifen. Doch trotz eines großen gemeinsamen Freundeskreises kam es offenbar nach der heftigen Schlägerei nicht zu einem klärenden Gespräch. Vielmehr beteuern 18 Karat, Neusigning Sippo und Play 69 fast täglich, dass sie hinter Hamada stehen und sie eine Familie sind. Vor wenigen Minuten gab es dann einen Post, der kaum eindeutiger sein könnte. 18 Karat schreibt, dass es nur einen einzigen König von Hagen gibt. In seinen Augen ist das Hamada. Auch seine Supremos-Kollegen teilten den Post. Alpha Music Empire-Rapper Jigsaw dürfte dies nicht passen, da er sich immer wieder als Oberbürgermeister von Hagen bezeichnet. Eine klare Kampfansage des Dortmunders. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.